Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Adam. Wir sind hier im Casino angekommen, dem vielleicht wichtigsten Ort im Spiel, zumindest einem der interessanteren. Wir sehen hier eine ganze Menge Slot Machines, wo wir Gambling Machine, wo wir mitspielen können, mit denen wir spielen können. Und dabei können wir Geld gewinnen und üblicherweise ist es so, dass man dabei eine ganze Menge Geld gewinnt. Wir sehen hier auch eine Guard. Es gibt hier mehrere Guards. Die sind recht gut. Somewhat experienced. Ja. Wir sehen hier oben Hugo, the Big Casino Guard, der wird den Ausgang blockieren, so wie wir angefangen haben zu spielen. Diese Spielerei hat nämlich einen Nachteil, beziehungsweise Vorteil, wie man will. Wir sehen hier den Great Gift Shop. Der ist wirklich great. Welcome to the Great Gift Shop. You can pick up any of my wares from the ground, inspect them, then pay if you are convinced. Ja. Also, das ist die Hälfte des Levels ist ein Shop. Dieser Shop ist der größte Shop im Spiel. Dieser Shop hat die besten Items im Spiel. Dieser Shop hat meistens sogar Artefakte. Dieser Shop hat allerdings geradezu lächerliche Preise. Wenn wir zum Beispiel mal, was nehmen wir denn, was wir mal kennen? Nehmen wir mal, hier ist ein Buch. Spellbook auf 6000, das geht noch. Machen wir mal irgendwas. Iceball, 22.000, okay. Der Witz dabei ist, Mittelgürtel 19.000, okay, es könnte Artefaktgürtel sein. Das Dumme ist, die sind halt alle nicht identifiziert. Das können wir ja aber selber machen. Wir können die Sachen, die interessant klingen, also die sehr teuer sind, aufnehmen, identifizieren und dann wieder wegschmeißen. Aber der Knackpunkt ist, das Geld, was wir hier ergambeln und das können Millionen sein, wenn man es drauf anlegt. Der Trick dabei ist, weiß ich nicht, einen Briefbeschwerer auf die Space-Taste zu legen und dann was anderes zu machen. Wenn man dann wiederkommt, ist man ein paar Millionen reicher, weil es so programmiert ist, dass man hier immer gewinnt. Also nicht immer gewinnt, aber man gewinnt. Also man geht mit mehr Geld raus, als man reingekommen ist. Nahezu also 99,9% der Fälle, würde ich behaupten. Das Geld, was wir da spielen, müssen wir allerdings, das ist natürlich dann der kleine, deswegen die sind hier, also die Casino-Betreiber und der Giftshop, die kooperieren da sehr gut miteinander. Das Geld müssen wir ausgeben, bevor wir das Level verlassen dürfen. Und dafür gibt es halt diesen Great Gift Shop und deswegen sind die Preise hier auch so lächerlich. Also erstmal, was wir hier machen, hier wird irgendwo, oh gut. Dieser Giftshop hat noch ein paar andere, also hat vor allem nur eine nervige Sache. Wir haben ja Teleportitis, das heißt, wir teleportieren uns ab und zu mal. Wir können das aber kontrollieren, das heißt, da teleportieren wir uns nicht. Das funktioniert hier in dem Great Gift Shop nicht. So wie die Teleportitis losgeht, werden wir hier an den Eingang zurück teleportiert und der Shopkeeper sagt uns, ne, 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 ne. Das heißt, da das ja zufällig ist, diese blöde Teleportitis, ist es gar nicht so einfach, hier in den hinteren Bereich zu gucken. Also es ist furchtbar. Es ist very tedious mit Teleportitis. Aber ich meine, guckt euch das an hier. Ne? Und hier läuft ein Mimik rum. Das sollten wir auch wissen. Und hier laufen auch noch Monster rum, die sind aber üblicherweise friendly. Ja, Skeletal Warrior friendly. Die Monster hier, die spielen halt auch gerne. Ne? Und der Skeletal Warrior hat wahrscheinlich auch ein bisschen gegambelt an der Slot Machine und gibt jetzt sein hart erspieltes Geld hier im Gift Shop aus. Oder browst einfach nur so, vielleicht für seine Skeletal Warriorin zu Hause, vielleicht was er zu Weihnachten mitbringen kann und so weiter. Es ist also großartig. Kein Monster, okay, wollen wir nicht. Ah, hallo, da ist der Mimik. Okay, dann schlagen wir den mal kurz tot. Das sind jetzt unsere Gold Pieces, ne? Ja. Okay, Spellbook of Darkness für 16.600. Also die Preise sind geradezu lächerlich. Also, was man hier machen kann, ist stundenlang nach Items suchen. Das Interessant Wing of the Fish. Ich meine, wir gucken uns erstmal die Bücher an.
Book of Nock. Was ich üblicherweise mache, ich achte auf die Preise. Also wenn da irgendwas total aus dem Rahmen fällt, dann weiß ich, das ist irgendwas Interessantes. Ich meine, Rocks für 120, ne? Kam Monster für 14.000, klar. New Philip Zift, Vice of Mighty Entity, das mag ja sein. Wahrscheinlich ja Casino-Betreiber. Stone Amulet, Spellbook of Magic Lock, Spellbook of Light. Ja, das ist eine bescheuerte Teleportitis. So, jetzt, ne, haben wir da hinten rumgeguckt. Jetzt geht unsere Teleportitis an. Something seems to inhibit your teleportation powers. Und schwupp, jetzt stehen wir hier vorne. Das ist so lästig. Blue Metal Cap, okay, das ist ja. Ich habe, also wenn ich Teleportitis habe, habe ich üblicherweise nicht die Muße, mir jedes Item anzugucken. Da gehe ich dann wirklich nur durch, ob irgendwas. Okay, wir wollten uns mal die Bücher angucken. Machen wir einmal eins am anderen. Firebolt, okay. Iceball, das ist schon mal 22.000, das ist Schnäppchen. Das werden wir uns schon mal markieren. Okay, das schreiben wir mal auf. Iceball Book. Wir können auch versuchen, das auszurauben, indem wir hier alles killen. Aber die Guards und die Oberguard da und der Shopkeeper selber, die sind nicht ganz von Pappe. Also das ist meistens nur die zweitbeste Idee. Magic Missile, ja, können wir auch kaufen. A Potion of Water kostet 1500. Das ist so lästig. Eat. Ja. Dummer Film, ja. So, jetzt sind wir erstmal satt für eine Weile. Nein, will ich nicht. Lass mich doch mal hier, meine Güte. Hier ist ein Buch. Nock. Gottes Willen, hier ist so viel. Black Tome 400, das kann nichts taugen. Für 431.000. Ah, ja, das ist, ich glaube, ich weiß, das ist ein Artefaktbuch, ja, das ist Mist, das lassen wir da, wo es ist. Cure Light Wounds, Nock, Golden Ring, Ich überlege gerade, wie hieß denn, ich glaube, was wir hier, es gibt noch einen Ring, der theoretisch, ich glaube, der ist frei verfügbar. Der kann hier theoretisch verkauft werden. Das ist, glaube ich, ein Sapphire Ring. Das ist der beste Ring im Spiel. Ah, der zweitbeste. Also naja, auf dem, sagen wir mal, auf dem gemeinsamen ersten Platz. Haben wir hier irgendwas, was Sapphire? Welche Farbe hat das Sapphire? Weiß ich gar nicht. Okay, das hilft mir nicht. Gut, dann gucken wir uns alle Ringe an. Move Curse. Oh, ein Zauber, den wir nicht kennen. Interessant. Frostbolt. Acid Ball, very nice. Okay, das ist ein Acid Ball. Magic Missile ist nicht so wichtig. Revelation, ja, ist schön, aber. Da, ne, das ist. Golden Dings. Oh Gott, das ist so nervig, ey. Glockenspielworte kein Mensch. Was ist das? Ring of Strength. Wieso ist der identifiziert? Und die anderen alle nicht? Okay, also was suchen wir? Wir suchen den Ring, den können wir hier finden. Wir könnten. Amulet of Life Saving haben wir schon. Also ich überlege die Artefakte, die ich bis zu diesem Zeitpunkt ganz gerne gehabt hätte und die wir nicht bekommen haben. Also dieser Ring, also der Ring of Immunity, den meine ich, den hätten wir als, glaube, als Crowning Gift kriegen können, aber haben wir nicht. Und der ist also ziemlich gut. Was sonst noch? Überlege.
Das ist so der erste, der mir einfällt, weil den habe ich eigentlich immer ganz gerne. Der Name ist nämlich Programm. Der macht gegen alle Elementarangriffe immun. Das ist also einer für alles. Also halt leider nicht für alles. Petrification und Shock und, nee, Shock geht. Petrification, Stun und Paralyzation und dieser ganze Kram. Dafür brauchen wir trotzdem noch was anderes, aber die, um die Elementar, Immunities müssen wir uns nicht mehr kümmern. Und das, meine, der ist nicht, wir werden den anderen Ring, der auf dem gemeinsamen ersten Platz des besten Rings im Spiel sich meiner Meinung nach befindet, den werden wir hoffentlich geschenkt bekommen, wenn wir es schaffen, bis dahin keine Katze zu töten. Das ist nämlich der Grund, warum wir das machen. Diese riesenlästigen Sachen mit den Katzen. So, jetzt war der noch nicht. Da ist noch. Hier. Da. Coral Ring, 30.000. Ich könnte ja einfach mal anfangen, die ganzen Sachen, die interessant klingen, aufzunehmen. Und dann zu identifizieren. Und dann wieder liegen zu lassen. Okay, was wollten wir noch mitnehmen? Frostbolt nehmen wir mit. Ring of Ice, brauchen wir keinen mehr. Das Ding nehmen wir mit. Wo war denn? Potion of Water. Wo zur Hölle war das Acid Balding? Das ist ein. Das hier? Ja. Na? Viel Füte, look at this. Ja, mach ich doch. Ring of the Fish brauchen wir nicht. Black Tomb lassen wir hier. Come Monster. Q-Light Wounds. Darkness. Was haben wir hier? Ruby Ring, okay, ist auch ganz schön teuer. Gucken wir uns auch genauer an. Firebolt. Iceball. Meine, die sind schon identifiziert, die müssen wir nicht identifizieren, die will ich einfach nur dann an einen Ort bringen, wo ich sie wiederfinde. Nice, ne? Ja. Es geht. Chainmail für 70.000. Oh, könnte was Gutes sein, aber 70.000 ist noch nicht so viel. 200 Sword. Moment, ein Dagger für 34.000 und das 200 Sword kostet 16? Okay, dann gucken wir uns diesen Dagger mal genauer an. Worn Boots, wow. Das könnten Boots auf Dings sein. Seven League Boots. Throwing Knife. Ich weiß nicht, ob ihr euch das unbedingt alles angucken müsst. das ist nämlich ziemlich langwierig. Ich werde das jetzt einfach noch eine Weile machen und euch hoffentlich hier eine ganze Menge Sachen zusammensuchen, die dann an einen Ort legen, wo wir. Also da in der Nähe des Eingangs, wo wir schnell hinkommen. Und dann werden wir, wenn ich wieder zurück bin, einfach mal an die Slot Machines gehen. Also dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich habe jetzt eine ganze Menge eingesammelt. Unter anderem einen Dagger für über eine Million hier gefunden. Also das ist. wir wollen jetzt den ganzen Kram droppen. 2x. Ne, nicht x. 5. Okay, dann wollen wir mal schauen. Also, ich habe die Sachen identifiziert. Uncursed Helm of Leadership. Mental Stability. Okay. Crown of Regeneration. 150.000. Okay.
würde man, da es zwei sind, würde ich mal behaupten, dass kein Artefakt ist. Mithril Splint Mail. 121.000, okay, die sind einfach nur so teuer. True Silver Full Platinum brauchen wir alles nicht. Tower Eternum Shield. Okay. Gloves of Smiting, noch ein Adamantium Gürtel, noch ein Adamantium Gürtel, okay. Boots of Sneak, Seven League Boots, okay. Seven League Boots. Das dritte Paar, aber können wir immer gebrauchen. Wer weiß, wie lange die anderen, wie lange die halten. Die gehen eigentlich nämlich auch mal kaputt. Wir haben bisher recht, was das angeht, kein Pech gehabt, sagen wir es so. Cold Heart, wieso ist das so teuer? Protection plus 5, das ist nicht schlecht. Bracers of Toughness sind auch nicht schlecht, aber Bracers sind wir eigentlich, haben wir auch ganz gute. Das ist der Dagger, Jet Black Dagger. 1.165.000. Das muss ein Artefakt sein. Und der andere teure für 34.000 ist einfach nur auf Devastation, okay. Spear of Might, zum Flail. True Silver. Ja, okay, das ist nur so teuer, weil es True Silver ist und das andere ist nur so teuer, weil es Eternium ist. Light Crossbow of Accuracy, der könnte auch ganz gut sein. Light Crossbow of Accuracy. Longbow of Hunting haben wir schon, aber einen zweiten kann auch nicht schaden. Longbow of Hunting. Und Longbow of Accuracy. Accuracy, was habe ich denn da geschrieben? Gottes Willen. Uncursed Arrows of Humanoid Slaying, Quarrels of Humanoid Slaying, Arrows of Demon Slaying, die wollen wir alle haben. Das schreiben wir nicht auf. Das merke ich mir einfach so. Magical Writing Set, das nehmen wir uns nur eine Ladung drauf. Aber ich glaube, da ist immer nur eine Ladung drauf, oder? Damit können wir uns selber Schriftrollen schreiben. Ring of Gain Attributes. What? Okay, das schreiben wir auf der. Was ist das denn? Können wir den. Und der macht Charisma plus 1? Hä? Und der kostet nur 37.000? Okay. Also nur in Anführungsstrichen bei den Preisen hier. Okay, noch ein Fragezeichen hinter. See Invisible brauchen wir nicht mehr. Teleport Control brauchen wir nicht mehr. Minor Elemental Mastery. Ich nehme mal an, dass wir. Entweder da Resistance ist dazu. Oh Gott, da ist er. Haha, Sapphire Ring. Yep. Der Sapphire Ring, der da rumlag, war tatsächlich ein Ring of Immunity. Hier lag nämlich ein Sapphire Ring rum. Okay. Also. Ein Problem bei dem Geld erspielen ist allerdings, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ich habe ja zum Glück ein bisschen Cure Corruption dabei, das corrupted. Seit neuestem. Das war in den alten Versionen nicht so, da konnte man, und das Lustige war, es hat auch keine Zeit gekostet. Das hat alles nur, also wenn man angefangen hat zu spielen, bis man mit dem Spielen zu Ende war, egal wie lange man gespielt hat, das hat nur eine Runde gedauert. Das ist zwar immer noch so, allerdings wird man jetzt hungry, ich meine, das ist man früher auch geworden, man wird stunned mit der Zeit, das ist man früher auch geworden, aber man wird jetzt auch corrupted. Das ist ein bisschen doof. Aber. Ich weiß nicht, wie viel und wie schnell, aber deswegen haben wir ja auch noch unsere Cure Corruption Dinger dabei, weil wenn ich mir das so hier so durchlese, da brauchen wir so ein paar Millionen, brauchen wir schon. Oh, fuck. Also, wisse, meine Elemente.
Miner Elemental Ring of Immunity. Wow. 67.000. Naja, gut. Potions of Water, gut, die Spellbooks. Und Blessed Ruby, okay, na gut. Also, das lassen wir jetzt alles fallen. All Drop. Ich meine, man kann theoretisch, wir haben ja so viel Carrying Capacity, ich hätte auch alles einsammeln können und alles identifizieren, aber das ist so aufwendig. So. Hei, hei. Ja, da würde ich sagen, zeige ich euch mal, wie das Spielen funktioniert. Und das werde ich dann auch offscreen machen, weil das wird wahrscheinlich eine Stunde Realzeit dauern, wo ich einfach nur irgendwas auf die Tastatur lege. Also das hier ist Font Extension Lever on the right side. Sind das andere? Nee. Es war, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die sich unterscheiden. Also es gibt auf jeden Fall welche, die unterscheiden sich von dem Geld, was man einsetzt mit der Anzahl. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Mitte das dritte von der Seite, das dritte von links eins der teureren ist. So, was können wir jetzt machen? Handle Lever, da gibt es eine Taste für. Handle something. Okay. H. Do you want to try game? Just 24 gold pieces for one game. Yes. You pull the lever on the right side of the machine. At the front of the machine, pictures start to spin. You get a magical ring, a dragon and an ogre. Das sind nicht drei gleiche und auch nicht zwei gleiche. Das haben wir also Geld verloren. Also spielen wir jetzt nochmal. Wir können jetzt auch einfach immer Space drücken. Richtig, genau. Space, Space, Wizard Engine, Dragon and an Ogre. Ich weiß gar nicht, es müssen irgendwie gleiche sein mit was? Ja, ich weiß es nicht mehr, wann man Geld kriegt. Goblin, Treasure Hoard and the Wizard. Ich meine, wir haben so viel Geld über. Pictures start to spin. Okay, dann hören wir mal auf. So, wir haben 120 Gold verloren. Weil wir jetzt gespielt haben. Blockierst du schon die Treppe? Nee, noch nicht, weil wir nichts gewonnen haben. Ja, da würde ich sagen, werden wir jetzt einfach mal ein bisschen spielen. Ich werde vorher noch mal auf die. Wir können uns doch Gold anzeigen lassen. Display. Irgendwo ging das. Zwar da unten in dem, wo jetzt unser Speed steht. Naja, das kriege ich noch raus. Also ich werde jetzt ein bisschen spielen für eine, weiß nicht, wie viel Zeit habe ich? Ja, für eine Weile und dann. Sehen wir uns in Kürze wieder und dann werden wir Geld gewonnen haben. Mal gucken, wie viel. Okay, also, bis gleich. Ja, und da bin ich wieder. Habe in der Zwischenzeit meinen Einkauf erledigt und bin immer wieder erstaunt darüber, für was die Schneider-Bautabellen alles nützlich sind. Zum Beispiel für das Herunterdrücken der Space-Taste in Roguelike-Computerspielen. Okay, ja, also ich habe eine ganze Weile gespielt, also ungefähr eine halbe Stunde. Und Corruption-mäßig hat sich das nicht wirklich positiv entwickelt. Wir sind der Living Mana Battery, das ist so ziemlich die schlimmste, die es gibt. Your corrupted tissue seems to heal much faster, das ist sehr gut.
Allerdings kriegen wir die Mana-Battery nicht weg, ohne dass wir das andere wegkriegen. You thrive on the Flash of Order, das ist eher egal. Da kriegen wir, glaube ich, Speed dazu, wenn wir Lawful Creatures essen. Muscles of Stiffen, das kennen wir schon, das wollen wir weghaben. Grown Horns, das ist ganz okay, aber auch nicht wichtig. Allerdings müssen wir ja immer das Letzte zuerst entfernen. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Also erstmal sind wir total stunned und stumbeln durch die Gegend. You don't have enough money to insert the required amount into the machine. Okay, also was wir erstmal machen, wir beten erstmal. Pray to Alyssa. Satiated wollte ich eigentlich nicht sein. Ich wollte eigentlich nicht mehr stunned sein. Danke. So, wie viel Geld haben wir hier? 6 Millionen? Okay, das ist mehr als ich dachte. Ich hatte es zuerst nach 5 Minuten mal unterbrochen und da waren es nur 100.000. Und dann dachte ich mir, naja, rechnen wir mal hoch, halbe Stunde, aber jetzt haben wir 6 Millionen. Okay, du musst 6 Millionen ausgeben. Und wir sind strained. Selbst mit Strength of Atlas? Jo. Okay. Jetzt wären Money-Gürtel ziemlich praktisch. Oder Money-Belt, oder wie die heißen. Ja, ich habe auch. Epyrians sehen wir, ist grün. Ich habe es, bevor wir hier angefangen haben zu spielen, unser Epyrians geboostet. In der Hoffnung, dass die Corruptions ein bisschen schwächer werden. Oder weniger viele. Wir bekommen, das hat allerdings nicht geklappt. Naja, gut, jetzt, oder es hat geklappt, sonst hätten wir noch mehr gekriegt. Jetzt fangen wir einfach mal an, unsere Corruptions wegzusaufen. Okay, müssen wir erstmal wieder Wasser kaufen. So, wir gehen jetzt hier erstmal einkaufen. Kaufen erstmal nur eine Sache. Wir können ja nicht schon alles kaufen. Ich meine, wir müssen ja eh raus. Hilft ja nichts. Ich muss ja. Ich habe ja mein letztes Holy Water getrunken, weil ich mal wieder, ne, nicht abwarten konnte. Aber gut, also, was wollen wir denn haben? Wir wollen. Jetzt kaufen wir erstmal das, was wir haben wollen. Danach kaufen wir das, um irgendwie noch das Geld wegzukriegen. Also, D. Ja, ist egal. Pickup. Was ist eine genaue Protection? Wir haben so viel Geld, nur das Protection auch. Brothers of Toughness. Jet Black Dagger auf irgendwas. Turnister brauchen wir alles nicht. Crossbow Longsword. Das. Dann die ganzen Arrows. Das Writing Set. Das. 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 Obwohl die da. Nee, die können wir jetzt nicht anfassen. Die entladen wir. Weil es sind ja eine Mana-Battery. Also. Ein bisschen doof. Potions of Water. Potions of Exchange. C, D, E. F, G, H, I, J, K, L, M, N. Bless you, wir können erstmal hier bleiben. Okay, das sind 2,5 Millionen. Pay. Pay all. Jetzt haben wir noch 4 Millionen.
Okay, was wir jetzt erstmal machen müssen, müssen jetzt mal irgendwo hin und uns wieder Holy Water produzieren. Du stehst jetzt auf der Treppe und lässt mich nicht raus, ne? Ja. Aber wir können ja zurück. Okay. Also. Die könnten wir schon mal trinken. Ist nicht so wirklich viel bringt. Potential Charisma. Okay, na gut, dann müssen wir jetzt zurück. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist mal wieder meiner Dummheit geschuldet. Aber gut, das habe ich nur davon. Das ist die richtige, ja. Hier, oh ja, hier sind wir schon richtig. Drop. I. Pickup. Tipp. Wo sind unsere Corruption-Dinger? Ich hoffe, ich habe sie mitgenommen. Da, 5 Stück. H into O. Okay, na gut, dann fangen wir mal an. Drink. You feel cleansed. Your horns and your forehead disappear. Okay. Das ist schon mal gut. D. The liquid is very cold. You feel cleansed. The stiffness disappears. Drink. Moment, mal gucken, wo sind wir jetzt bei Corruptions? Aber ich meine, die Mana Battery war die erste, die gekommen ist und die muss weg. Also Drink. D. Drink. D. Drink. D. Haben wir noch Mana Battery? Ja, gut, okay. Müssen wir also noch mal weiter zurück. Das ist. Eine weniger wäre super gewesen. Naja, gut. Wir haben ja noch ein bisschen was. Okay, dann geht's also weiter.
Abwärts. Nee, doch, hier bin ich richtig. Abwärts und danach hier. Okay, ja, hier sind wir richtig. C. Okay, hätte ja klappen können. Jetzt noch nach hier. Und hier. Und hier. Gott, wie weit ist das denn noch? Okay, und jetzt noch Z05. Hurra, wir sind wieder zu Hause. Okay, dann holen wir uns jetzt mal noch was gegen die Korruption. Das Exchange. Corruption Removal. Read. You no longer absorb Mana. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt also auch hinter uns gebracht. Alles wieder wie es war. Wir haben Ice Turned Black. Okay. Gut. So, jetzt haben wir noch eine ganze Menge Geld, das wir ausgeben müssen. Ich habe ein bisschen zu lange gespielt. Also 20 Minuten wären wahrscheinlich besser gewesen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal alles hier mit. Okay. Und B. Okay, dann gucken wir uns nochmal an, was wir jetzt alles Schönes haben. Silence of the Dead. Das klingt ja fantastisch. Okay, haben wir Schriftrollen? Nein. Nein, 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 nein. Greater Identify. Drei Stück müssten wir sicherheitshalber auch mal blessen. Wir können einfach eine. Weil das, also die Uncursed, die lassen eventuell Sachen weg. Ich meine, ich könnte auch einfach ins Wiki gucken. Das würde uns die Scroll ersparen, aber komm, lesen wir so eine. Greater Identify. Auf Jet Black Dagger Silence of the Dead. Okay. Also wenn das nicht alles ist,
Also wenn die Anchor-Scroll da nicht alles anzeigt, dann weiß ich ja nicht. Okay, fangen wir mal an. Es ist ein Artefakt. Ja, das ist okay. Melee Combat ist auch noch ein Missile Weapon. A Humanoid Slayer. Okay. Damit. Liches sind. Also damit wäre der Undead Vault ja noch viel weniger ein Problem gewesen. Das Liches sind ja Undead und Humanoid, soweit ich weiß. Dexterity plus 9. Returns when thrown. Sucks blood from the wounds of your enemies in order to grow in might. Das heißt, je mehr wir killen, desto besser wird die. Ja, klar. Bitte, bitte. Gut angelegte 1 Million, würde ich sagen. It uses the blood of your enemies to increase in precision. It uses the blood of your enemies to increase its lethality. It bleeds poison. It grants resistance to poison. It grants luck. It makes fate smile upon you. It grants resistance to sleep attacks. It grants the ability to see invisible things. And it grants the ability to breathe water. Mehr haben wir nicht. Und ich meine, das ist wahrscheinlich noch nicht alles, weil wir keine Blessed Scroll gelesen haben. Ach du heilige Scheiße. Ja, okay, da würde ich mal sagen, das ersetzt dann ja mal sowas von. Und das ist eine einhändige Waffe. Ich meine, gut, das ist ein Dagger, da haben wir keinen Skill, aber fuck it. Also, okay, also. Also, Revelation, wo bist du? K. Also. Das Sword of Nanak. Macht, glaube ich, Resistance zu Death Rays. Checken wir. F. Z. K. Ja. Okay, mal gucken. Wenn wir irrsinnige Waffe da anlegen, was wir da alles noch kriegen. K. Jet Black Dagger named. Okay, hat er nicht, passt da nicht mehr hin. Okay, verstehe. So, Z. K. Ach du liebe Güte. Lucky. Resistance to Death Rays. Okay. Das macht es also auch. Also wir verschlechtern uns damit nicht. Ich meine, wir verlieren ein bisschen Willpower. Die 5 Punkte da, die können wir auf andere Weise wieder ausgleichen mit unseren, mit dem Amulett. Immune to Shock, Immune to Fire, Immune to Acidic, okay. Breathe Waters. Wie ist es mit See Invisible? Ja, able to see invisible thing. Ach, also so ein Item, okay. Ach ja, stimmt ja, ich hatte ja die Stalker gegessen. Okay, das passt schon nicht mehr auf eine Seite. Ich werde irre hier. Also, so, und das wird jetzt noch schlimmer, weil jetzt legen wir nämlich noch den Ring of the High Kings ab. Ja, ach ja, Spiel. Mensch. Der hat ausgedient. Und dann legen wir den unglaublichen Ring of Immunity an. Und da brauchen wir keinen Greater Identifier, das kann ich euch einfach sagen. Der macht Immunity to Fire, Immunity to Cold, Immunity to Acid, Immunity to Shock. Irgendwas vergessen, Immunity to Cold. So. Jetzt nur mal so Schönes. Okay. Nope. Okay, also dann warten wir hier mal ein bisschen. Was kostet der blöde Zauber? 20 haben wir. Okay. So, wir sind immune to ice, immune to acidic, immune to fire.
Immune to Shock. Das sind die vier, genau, durch den, ja, durch den Ring. Okay. Gibt der nicht auch noch, also mal gucken, wir haben 74, 42. Okay, nochmal 74, 39. 74, 39. Der gibt auch nochmal plus 4 auf Defense und plus 5 auf Protection. Was ihn auch noch zu dem zu einem sehr guten Ring macht. Okay. Das ist alles gut hier. Alles schön. Immunity. Okay. Ja, das ist mir auch die Dings wert. Die Corruptions und das bisschen zu lange Spiel. Wir müssen uns jetzt nur noch überlegen, wie wir da die 4 Millionen auf den Kopf hauen, weil sonst können wir aus dem Level nicht raus. Aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Dann bin ich zurück im Casino und dann gucken wir uns noch ein bisschen im Giftshop um. Okay. Ja, das war, hei, 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 erheblich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.